Mein Name ist Ingrid Herder. Ich bin geboren in Hamburg am 30.06.1925. 1943, da war der Himmel schwarz. Es war sehr heiß im Juli und da brannte alles. Und wussten, dass am nächsten Tag alles weg ist, weil da die Phosphorbomben fielen. Und dann stehst du davor und sagst, was nimmt man mit, was nimmt man mit? Als der Krieg ausbrach, war ich 14. Und als er zu Ende war, war ich 20. Zwischendurch war ich auch zweimal verschüttet, das weiß ich nur noch. Da hieß es auch, wir kommen hier nicht wieder raus. Irgendwie sind wir rausgekommen. Das war furchtbar.